Hallo, Sie sind schon da. Gesundheit zusammen. Also, das mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen, das ist ja jetzt das Megathema. Da gibt's ja Sachen, das glaubt man nicht. Also, ich habe hier jetzt eine App gefunden, da kann ich mir meinen Blinddarm selbst mit rausnehmen. Appendix heißt die. Ist zwar noch in der Testphase, aber die Jungs vom Silicon Valley, die sind einfach klasse, oder? Naja, okay. Da sind wir ein bisschen vorsichtig. Die wollen natürlich unsere Leber- und Blutwerte irgendwo verticken. Das geht natürlich nicht. Im deutschen Gesundheitswesen gehen wir anders vor. Da ist das Ganze auf mehrere hundert Jahre angelegt. Und das bedeutet, die Sachen werden grundsätzlich geplant, nachhaltig, achtsam und in letzter Zeit natürlich auch vegan. Also, bevor ich mir so ein Tablet hier mit einem elektrischen Medikationsplan hole, da schaue ich doch erstmal, ob das Vorgängermodell noch taugt. Und das taugt. Mein Vater zum Beispiel, der hat ein Arzneimittelbevorratungssystem entwickelt, das in Entwicklungs- und Herstellungskosten die ganzen telemedizinischen Millionenprojekte weit in den Schatten stellt. Ulla, bitte bleiben Sie gesund. Schmidt, die hat es vor 12 Jahren angefangen. Fips Rösler und dann der Daniel Bahr, die konnten nicht mehr raus aus der Sache. Und jetzt sitzt auch Hermann Gröhe in der EGK-Falle. Der hat jetzt, die Meldungen sind noch nicht ganz bestätigt, aber es deutet alles darauf hin, die Einführung der ersten echten neuen Funktion der elektronischen Gesundheitskarte an die Eröffnung des Berliner Flughafens gekoppelt. Das ist doch mal was. Ein konkretes Datum und eine realistische Zeitplanung. 1 Milliarde Euro haben die Krankenkassen mehr gezwungen als freiwillig für die Entwicklung der Telematikinfrastruktur im Gesundheitswesen inzwischen ausgegeben. Also, da bauen wir das nach, was Apple und Google schon können, was sie auch alle schon mit dem Smartphone in der Tasche haben. Aber okay, man muss die Kosten mal in Relation sehen. Also, wenn ich mir ein branchenübliches Kampfflugzeug zulege, die kosten im Moment so 100 Millionen Euro pro Stück. Kommt drauf an, ob Sie eine Extraausstattung haben wollen, Ledersitze oder vielleicht ein rosa Cockpit. Egal. Also, wir haben für die Entwicklung der elektronischen Gesundheitskarte, die zwar noch nichts kann, aber viel können wird, im Moment nicht mehr ausgegeben als den Gegenwert von 10 Kampfjets. Und die funktionieren am Ende auch nicht, zumindest dann nicht, wenn sie von der Bundeswehr sind. Und zum Trost für Sie, liebe Beitragszahler, das ist wie mit den super Renditen, die man Ihnen für Ihre private Altersversorgung versprochen hat. Das Geld ist ja nicht weg, es ist nur woanders. Zum Beispiel in einem von den Biotopen, die sich rund um die elektronische Gesundheitskarte gebildet haben. Da sind jede Menge bunte Bit- und Byte-Lobbyverbände, Gesellschaften aller Art, interne Beiräte, externe Berater, Firmenvertreter. Die fühlen sich pudelwohl da, solange man sie nicht stört. Denn bei der elektronischen Gesundheitskarte ist es ja wie beim Berliner Flughafen. Der Weg ist das Ziel. Von Ankommen war nie die Rede. Gute Besserung.